Ja, Leute, ich bin's wieder, Quitterolf, mit einer neuen Folge von der Pokémon Ultra, Ultramond Nuzlocke Challenge. Und zwar gehen wir jetzt in die Prüfung. Vor der ist mir schon sehr grau, das ist die Wasserprüfung. Und mein Team hat so gut wie eine fast vollständige Wasserschwäche. Ich habe kein Pokémon, was gegen Wasser effektiv ist. Im Gegenteil, Giselina ist schwach gegen Wasser, Feuerkater ist schwach gegen Wasser. Ja, und das sind irgendwie. Die drei sind meine stärksten Pokémon und somit habe ich ein klitzekleines Problemchen. Und ich habe keine Ahnung, wen ich an erster Stelle packen soll. Natacobra habe ich Angst, dass es mir gleich besiegt geht. Wen nehme ich an die erste Stelle? Feuerkater kann nicht, das hat eine vollständige Wasserschwäche, dann kommt Kieselina, kann ich auch nicht verwenden. Das hat auch eine Wasserschwäche. Ich habe wirklich nichts, was gegen Wasser effektiv ist. Ach Mann. Ich nehme trotzdem Feuerkater, weil es Level höher ist. Und ich hoffe es nicht gerade wenig. Was hat der Schmerbe? Was ist Schmerbe für ein Typ? Ich weiß immer Wasser. Und was ist das andere? Ist Schmerbe Elektro oder? Ich trete den Fisch kaputt. Goldine, nein, ich lass Feuerkater weiterkämpfen. Hornattacke. Es ist normal. Es scheint so zu sein. Ich gehe noch mal kurz zurück ins Pokécenter. Rotom, ja, ich drück gleich drauf, wenn ich im Pokécenter bin. So, und ja, damit geht's auch schon wieder los mit der Prüfung. Mir ist mein DS leer gegangen. Ich habe mein Ladekabel nicht gefunden. Ist ja jetzt egal. Mein Name ist Trace. Das habe ich doch schon vorgelesen. Bist du auf Inselwanderschaft, stimmt's? Dann will ich sicher in der Prüfung. Ja. Warum ist. Mein Computer ist schon wieder viel zu laut eingestellt gewesen. Da musste ich kurz Ton runterdrehen, sonst bin ich schwerhörig danach. Sie hat noch ein Geschenk für mich. Ach, Lapras. Lapras.
Ja. Ach so. Ich muss kurz, ne? Okay, ich habe keine Ahnung, gegen welches Pokémon ich hier... Da bist du ja endlich. Wie war nochmal dein Name? Ach ja, Fipti. Ein wirklich schöner Name, der passt so gut zu dir. Siehst du den Wasserwirbel da drüben? Da sind schon viele Menschen gestorben. Vielleicht lassen sich aber auch in beiden Wasserwirbeln Lusardinen auffinden. Wer weiß, warum hüpfst du nicht mal auf dem Rücken von Lablath? Kann nicht mehr sprechen. Lass mich mal da bitte an Land. Shit, ey. Unnötiger Kampf ist unnötig. Was hast du denn? Datiri. Ein Datiri. Ich meine, es ist Feuerflug. Ne, der Tiri ist noch Flug normal. Aber ansonsten, ach, da kann ich absteigen. X-Spezial. Und dann der Wasserwirbel einmal. Ach, bin ich doof? Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe ja Feuerkater ganz vorne. Feuerkater ist Feuer, wie der Name schon sagt. Okay. Das war leicht. Das ist Sand erreicht Level 18. Ich muss bis Level 25, glaube ich. Level 20 oder Level 25 warten? Sauber Arbeit, Fipti. Jetzt lass mich loggen, verfolge die ab. Strom abwärts. Ich bin irgendwie gerade orientierungslos. Nein, ach, jetzt. Angel Jaden fordert dich heraus. Quapsel. Ein Quapsel, ein Quapsel, ein Quapsel, ein Quapsel. Das Problem ist, es ist ein... Ah, danke. Das hätte ich vielleicht vorher noch machen sollen. Naja. Hier, trete es mal bitte kaputt. Einmal in die Fresse getreten. Angler Jaden. Ach, jetzt habe ich nicht vorgelesen, was er gesagt hat. Na, egal. Wo muss ich denn jetzt hin?
Hier hin, oder was? Was? Hier kann ich mit dem Pokémon-Sucher? Tatsache. Na los, mach nochmal was. Buona notte. Hey, was willst du mit gute Nacht? Version 3, hip hip hurra. So, das reicht jetzt auch mit dem Pokémon-Sucher. Ich habe hier noch eine Prüfung vor mir. So. Wieder ein Versager, Dean. Oh Gott. Schaffst du es wieder mit einmal durchzubeißen? Ja, fast. Nein, nicht um Hilfe rufen, bist du bescheuert? Oh. Beiß es bitte kaputt. Danke. Nein, oh, bist du bescheuert? Nein, warum rufst du denn schon wieder um Hilfe? Ich hätte erst das umbringen sollen. Ich bring dich jetzt um. Hurra. Und jetzt beiß ich dich wieder kaputt. So. Fertig ist. Dann erreicht Level 23. Ja, ich glaube, bis Level 30 muss ich warten, bis du dich entwickelst. Dann muss ich. Da ist nicht jetzt schon hier unten die große. Fipti, warte, ich bin nicht so schnell. Ich musste noch meinen Joint aufrauchen. Schau mal nach da drüben. Sieht ganz so aus, als sei es dir gelungen, das Herrscher-Pokémon herbeizurufen. Oh je. Was war denn das Herrscher-Pokémon hier nochmal? Lass die geballte Kraft deiner Pokémon auf das Herrscher-Pokémon los und besiege es. War es auch ein Nusadin? Ja, jetzt spontan mit Facecam und anscheinend einem Blaufilter. Warum auch immer gerade mein Bild blau geworden ist. Naja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der Anlauf das ist, diese Folge zu Ende zu bringen. Ich habe, glaube ich, jetzt zum 5. Mal schon versucht, diese Folge zu beenden. Einmal habe ich vergessen, die Aufnahme zu starten dabei. Andere Mal ist das so dunkel, ja. Das andere Mal ist dann
Ja, das andere Mal habe ich einmal habe ich vergessen, die Aufnahme anzufangen. Einmal ist mir die Aufnahme abgestürzt. Einmal ist mein DS alle gegangen. Ja. Also, wir sind jetzt hier bei der Wasserprüfung. Oh, da bin ich gekommen gegen das Mikrofon. Ich gehe dann doch lieber wieder so. Ja. Warum ich Monsieur Ego als erstes nehme? Ganz einfach. Ich habe jetzt schon so oft versucht, die Prüfung zu meistern. Ich weiß jetzt, welche Pokémon ich einsetzen kann und welche Reihenfolge und welche nicht. Und da kommt ein Aranestro. Arara. So sprechen wir hier nicht. Genau, Aranestro greift an. Tada. So. Monsieur Ego würde gerne gestreichelt werden. Ja, Monsieur Ego. Aber erst machst du dieses Viech kaputt. Ich hoffe, es ist die gleiche Reihenfolge wie beim letzten Versuch. Aua. Danke. Und Aranestro ruft damit Schreiter. Welcher kommt? Maskeregen. Danke. So, Aranestro. Futsch. Bist du leider noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich Monsieur Ego opfern muss. Beim letzten Versuch war es leider so gewesen, dass es noch ein KP hatte. Dann habe ich es ausgewechselt gegen Feuerkrater und dann Kopfschnuss. Nicht gegen Maskeregen ein! Habe ich mich verdrückt? Du solltest gegen Aranestro dagegen gehen. Ich hätte das vielleicht vorher heilen sollen. Jetzt war ich dumm. Monsieur Ego. Pardonnez-moi. Mann, warum war ich so dumm und hab... Hier, beiß es kaputt. Also keine Probleme mehr für mich auch. Feuerkrater. Starrspruch kannst du einsetzen. Och nein! Warum? Ja, das ist ein Käfer-Pokémon. Selbst mit deinem blöden Rückwind kannst du nichts anrichten.
Ja! Nanü? Nanü, genau, Nanü. Nanu, Natakobra entwickelt sich. Ja! Abok! Du siehst genauso hässlich aus. Ganz genauso wenig. Aber so stärker. Hey, wir haben alle Pokémon auf einer Seite. Bringen uns auch so viel. Wir haben Monsieur Ego verloren. Er schüchtert seine Gegner mit dem Muster auf seinem Bauch an und nimmt ihn dann in den Würgegriff, bis es keinen Widerstand mehr spürt. Ja, auf jeden Fall. Du kannst ja nicht. Toll. Jetzt ganz Knirscher. Wir haben die blöde Prüfung gemeistert. Ich bin beeindruckt für dich. Komm doch mal. Meine Stimme. Ich hätte meine Halsschmerztablette nehmen müssen. Das war vielleicht eine Überraschung. Ich hatte fest damit gerechnet, dass ein riesiger Schwamm Luseldin erscheinen würde. Die spielen auf Sonne und Mond an, da war es ein Schwarm Luseldin, was man bedienen musste. Wir sind jetzt Kellner. Bekämpfen musste. Aber dann war da plötzlich diese Aranestro. Ich dachte gleich, Achtung, Flachwitz, Spinner. Haha, nicht lustig? Naja, das war trotzdem eine reife Leistung. Respekt. Hier, das ist für dich. Ich guck dir nicht in die Kamera. Kein Wasser-Pokémon. Doch, Donald ist ein Wasser-Pokémon. Oh, das war mein Fuß. Donald ist ja ein Wasser-Pokémon. Und jetzt pass gut auf. So und nicht anders geht die Z-Kraft-Pose für Typ Wasser. Ich bin dämlich, ich bin high, ich brauche nicht mehr sprechen können. Aber das ist noch nicht alles. Du bekommst von mir einen Angel. Nur mit meinem echten Wasserzeichen. Hippo Ray? Angel wurde an der Basis alten Tasche verstaut. Lass mich dir das mal erklären. Möchtest du also ein Pokémon angeln? Brauchst du nur Felsen im Wasser zu untersuchen. Sobald der Schwimmer der Angel versunken ist, leistet das Pokémon heftigen Widerschwand. Ich kann nicht mehr lesen, ich sollte aufhören damit. Und wenn das Ausrufezeichen erscheint, musst du augenblicklich den A-Knopf drücken, um an der Leine zu ziehen. An der Leine? Also ich habe jetzt schon seit etlichen Jahren nicht mehr geangelt, aber ich weiß, dass es nicht Leine heißt. Willst du das geangelte Pokémon fangen? Bieten sich dafür Tauchbälle wie diese an. Mein Gott, kriegen wir viel. Tauchbälle wurden in der Itemtasche verstaut. Wusstest du übrigens, dass ich sogar mal ein rotes Karados an Land gezogen habe? Ja. Du halluzinierst doch. Ja, so war das. Oder auch nicht. Die ist high. Die ist drogenabhängig. Typisch deutscher Teenager. Also hier in unserer Umgebung. Du bist bestimmt sehr erschöpft. Soll ich dich jetzt zum Pokémon Center zurückbringen? Ja. Ich muss mein Team austauschen. Oh, da bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Ich habe jetzt nicht gelesen. Naja. Als nächstes steht hier Kiaras Prüfung vor. Sie wird im Veda-Vulkanpark abgehalten. Ach, noch was. Hast du die Mogelbaum bei der Ohana-Farm gesehen? Die kleinen Racker waren ungezogen. Also habe ich mein Aquarium-Z ausgepackt und ihnen eine Kostprobe meiner Z-Kraft gegeben. Danach haben sie sofort das weitergesucht. Wie würden sie wohl reagieren, wenn du auch plötzlich vor ihrer Nase dein Aquarium... Ach, genau, dein Aquarium zückst.
Halt einfach die Schnauze. Danke. Glückwunsch zur bestandenen Wasserprüfung. Oh, ich muss hier unten lesen. Weiter geht's über Route 6 bis zur nächsten Stadt. Ja, ja, gleich, gleich. Ich habe ein totes Pokémon im Team. Ist ja schon lange keiner mehr gestorben. Die beiden sind bei der letzten Prüfung gestorben und ja, Monsieur Hugo jetzt. Pampuli, willkommen wieder zurück. Ne, IA. Hieß das andere? Hieß das auch IA? Ne, Nerviesel. Achso. Dann ist jetzt der IA bei uns im Team. Und ich werde erstmal gucken, was es da im hohen Gras zum Fangen gibt. Na los, lass mich da rein. Da war hohes Gras. Und was wird's? Ein Bungus. Bungus. Ist das Käfer? Ich bin mir nicht sicher. Bubungus habe ich noch nie gehabt. Ich bin jetzt auch nicht der Käfer-Experte. Klasse, Bubungus wurde gefangen. Hey Pip-Hooray! Wir haben einen Bubungus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur Feuerkart, das Level 27. Für Bubungus wurde ein Eintrag im Pokédex angedeckt. Kann sie auf jeden Fall schon mal entwickeln. Ist das Fee-Käfer? Nee, Pflanzefee. Es bevorzugt dunkle, feuchte Orte. Ein Sumpf? Das ist ja am Plätscherhügel komplett falsch. Nachts fangen die Sporen an, in seinem Pilzhüten anzuleuchten. Möchtest du Bubungus? Ja. Magic Mush. Das ist unser... Oh, das ist sogar weiblich, sehr unser Magic Mush. Schön. Ich belasse es bei Magic Mush. Der Magic Mushroom. Alles nur nicht IA. Außerdem haben wir endlich einen Pflanzenpok. Das hätten wir vorher gebraucht. Hätte ich mir viel Ärger erspart. Nee, halt. Fee-Käfer. Vielleicht doch nicht die Lösung. Und wenn ich so sehe, was die Uhrzeit sagt, dann ja, hab ich noch Zeit, in die nächste Stadt zu gehen. Ach so, was für ein Level war Magic Mush? 14. Ich hätte IA behalten sollen. Ist jetzt egal. Jetzt habe ich Magic Mush im Team. Du hast bestimmt Tracys Prüfung bestanden, oder? Hast du auch ein Aquarium von ihr Aquarium? Wir sind heute alle ein bisschen dumm. Von ihr bekommen, Mogelbaum können das gar nicht ausstehen. Buh? Oh, dieses Mogelbaum. Oder wie sie heißen, möchte ich zu unserem Forschungsgegenstand machen. Was für interessante Pokémon. Sie geben sich als Bäume aus, um nicht mit Wasser, das sie hassen, begossen zu werden.
diese Logik? Sie geben sich als Bäume aus, um nicht mit Wasser begossen zu werden? Hallo? Das sind kleine Bäume, die muss man noch gießen, wenn man die selbst einpflanzt. Eine faszinierende Strategie. Wir sind etwas dämlich, obwohl wir Roboter sind. Genau wie unsere Forschung ergeben hat, Kommandant Xionir. Nee. Xionir? Xionir. Ja, wir müssen über Pokémon Bescheid wissen, wenn wir Pokémon-Kämpfe gewinnen wollen. Nein, lass mich in Ruhe. Es besteht jedoch weder Grund noch Notwendigkeit, die uns nicht vertrauten Pokémon Alolas einzusetzen. Wenn wir bitten dürften, Mirin. Jawohl, wärst du bereit, mein Gegner in einem Pokémon-Kampf zu sein? Nein! Ich würde einen Kampf gegen dich wirklich sehr begrüßen. Ich werde hier... Oh, wir müssen! Sehr schön, ich werde mit Vinicro gegen dich antreten.